Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Heute haben wir mal wieder was ganz Exquisites für alle Gaming-Konnoisseure da draußen. Und zwar Stanley Parable, das super schlaue Metagame. Für jeden, der schon alles durchgezockt hat, bekommt aber endlich ein Update namens Ultra Deluxe. Aber bevor wir uns jetzt die Hirne verknoten, fangen wir erstmal mit ein bisschen was Leichterem an. Vampire the Masquerade Bloodhunt. Ein Battle Royale mit Vampiren, ordentlich Ballern und einem stabilen Namen Bloodhunt. Da weiß man, was man kriegt. Ja, man kriegt auf jeden Fall nicht Bloodlines 2. Da warten ja alle Vampire the Masquerade-Fans immer noch vergeblich auf Neuigkeiten. Ich sag mal so, ein kostenloses Battle-Royale-Game kann man ja mal mitnehmen. Können, kann man mal mitnehmen. Tut man, aber ob man sollte, das sagt euch jetzt Trapp. Die Marke Vampire the Masquerade verbindet man gemeinhin mit dem Rollenspielgenre, denn schließlich ist es der Titel eines populären Pen-and-Paper-Rollenspiels von 1991. Und mit dem 2004 erschienenen Vampire the Masquerade Bloodlines gab es ein sehr gutes PC-Rollenspiel, dessen Nachfolger die Fans gerade sehnlichst erwarten. Nur leider gab es bei der Entwicklung von Bloodlines 2 enorme Querelen, sodass der Release auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Aber hey, da ist doch gerade dieses Bloodhunt erschienen. Könnte das die Wartezeit versüßen? Moment mal. Ist das etwa ein Battle Royale? Aber wieso? Das ist ja genauso, als würde man zu Bloodborne einen Kart Racer machen. Wait a minute! Also gut, Bloodhunt ist ein Free-to-Play-Battle Royale und wird deswegen so manchem Vampir-Fan am Popo vorbeigehen. Aber trotzdem ist die Verheiratung dieses Franchise mit dem Battle-Royale-Genre gar nicht mal so unheilig, wie sie anfangs klingt. Mehrere Vampir-Clans, die sich über den Dächern der Prager Altstadt ihre Superfähigkeiten um die Ohren hauen, das passt eigentlich ganz gut. Zur Auswahl stehen 7 Archetypen, die sich in 4 Clans aufteilen und die sich durch passive Skills, aktive Skills und Clan-Skills unterscheiden. Der Schläger vom Bruja-Clan sendet eine Schockwelle aus, die Kugeln ablenkt und Gegner wegschubst. Der Vandale hingegen verfügt über einen Bodenstampfer. Der Clan-Skill der beiden ist ein besonders weiter Sprung, der sich auch gut zur schnellen Flucht eignet. Das gilt auch für den Clan-Skill der hässlichen Nosferatu. Der erlaubt es ihnen nämlich für kurze Zeit wortwörtlich zu verschwinden. In ihren passiven und aktiven Skills unterscheiden sich die beiden wieder. Der Saboteur ist in geduckter Haltung nahezu unsichtbar und kann Nährungsminen mit Giftgas platzieren. Sein Kollege, der Animalist, macht mit Hilfe von Fledermäusen Feinde sichtbar und kann auch die Blutspur verwundeter Opfer sehen. Der Clan der Ventru schickt aktuell nur einen Vertreter in den Kampf, nämlich den Vollstrecker. Er kann auf Feinde zustürmen, wobei er ihnen nicht nur Schaden zufügt, sondern auch ihre Vampirkräfte kurz unterbindet. Viel mächtiger ist aber sein Fleisch aus Marmor, das ihn kurz unverwundbar macht, solange er selbst nicht angreift. Und zu guter Letzt sind da noch die Toreador, die im Vampire-Universum als besonders schön und verführerisch gelten. Ihr Clan-Skill erlaubt ihnen, eine Projektion von sich selbst auszusenden, zu der sie sich hin teleportieren können. Super hilfreich. Genau wie die verjüngende Stimme der Muse, mit der sie sich selbst heilen kann. Doch die Sirene hat eine ziemlich blöde Superkraft. Sie blendet Gegner durch pure Schönheit. Wow. Mal abgesehen davon, dass die Blendung nur eine Sekunde hält und damit kaum jemanden aus dem Konzept bringt, ist das auch von der Idee her eine extrem uncoole Superpower. Laserkick in die Fresse. Schau mal, Jan-Christoph, ich hab dir eine neue Actionfigur mitgebracht. Oh, danke. Hat die auch eine Spezialkraft? Plasma-Laserblitz oder Lavafäuste? Nein. Die blendet ihre Gegner mit purer Schönheit. Ist das nicht total wild? Hinsichtlich der Spielmodi ist Bloodhunt noch ziemlich schwach auf der Brust, denn es gibt lediglich 3. In der Solo-Blutjagd tretet ihr alleine gegen 44 andere SpielerInnen an, mit dem Ziel, der letzte Überlebende zu sein. Ihr sucht Waffen, Heilgegenstände und Brustpanzer, um eure Überlebenschancen zu verbessern. Und mit zunehmender Spieldauer wird die Map immer kleiner, bedingt durch rotes Gas, das sich von allen Seiten nähert. Und die Modi Trios und Duos Battle Royale sind eigentlich genau das gleiche, mit dem Unterschied, dass ihr in einem Dreier- bzw. Zweier-Team antretet. Nach jedem Match gibt es abhängig von euren Leistungen Erfahrungspunkte, die euren globalen Spielerlevel sowie den jeweiligen Archetyp-Level steigern. Mit letzterem werden auch neue Perks freigeschaltet, die euch kleine Vorteile verschaffen. Ausrüsten dürft ihr aber immer nur einen davon. Bis hierhin klingt das alles sehr klassisch und da stellt sich die Frage, ob Bloodhunt sich irgendwie von der überbordenden Konkurrenz abhebt. Interessant ist vielleicht die Tatsache, dass ein leerer Lebensbalken noch nicht zwingend das Ende eurer Runde ist.
Werdet ihr abgeschossen, könnt ihr nach einiger Zeit wieder auf die Beine kommen, solange euch in diesem Zustand niemand den Rest gibt. Und selbst wenn doch, gibt's noch eine letzte Chance. Im Solo-Modus startet nämlich jeder mit einem Extra-Leben für einen Wiedereinstieg. Und in den Team-Modi können gefallene Buddies an bestimmten Wiedereinstiegspunkten zurückgeholt werden. Letzteres ist vielleicht nicht ungewöhnlich im Battle-Royale-Genre, aber Extra-Leben im Solo-Modus kennen wir so nicht. Beides senkt auf jeden Fall die Frustgrenze und macht Bloodhunt verhältnismäßig einsteigerfreundlich. Ein deutlicheres Alleinstellungsmerkmal ist aber wohl die Mischung aus hoher Spielgeschwindigkeit, großer Mobilität und vertikalem Map-Design. Weite, offene Flächen gibt es kaum. Stattdessen müsst ihr euch in einer dicht bebauten Stadt mit mehrstöckigen Gebäuden zurechtfinden. Worauf die Vampire aber bestens eingestellt sind. Dank ihrer Kletterkünste erklimmen sie problemlos jede Wand und mit ihren Bodenrutschern und weiten Sprüngen flitzen sie blitzschnell von Dach zu Dach. Da können sich selbst Katzen noch eine Scheibe von abschneiden. Und eine weitere Besonderheit ist die Anwesenheit von Nichtspielercharakteren, also NPCs. Zum einen gibt es da die Soldaten der Instanz, das ist eine religiöse Eliteeinheit, deren Job die Auslöschung von Vampiren ist. Die bewegen sich zwar nicht von ihren Posten weg, aber wenn ihr denen vor die Flinte lauft, hagelt's blaue Bohnen. Trotzdem kann sich eine Konfrontation lohnen, denn bei der Instanz gibt's hochwertige Waffen zu finden. Und die zweite Gruppe der NPCs sind Zivilisten, oder Vieh im Vampirjargon. Die könnt ihr auslutschen, um eure angekratzte Lebensenergie aufzufrischen und auch um kleine Buffs zu erhalten, wie etwa verringerte Abklingzeiten für den Clan-Skill oder eine höhere Regenerationsrate. Im Solo-Modus könnt ihr von ihnen sogar weitere Extra-Leben erhalten. Doch Vorsicht, wenn euch ein Zivilist dabei zusieht, wie er einen anderen ausnuckelt, dann wird eure Maskerade gebrochen. Ihr seid dann für eine knappe Minute enthüllt und für alle Spieler ein rot leuchtendes, auffälliges Ziel. Am besten also alleinstehende Bürger anbeißen, das ist sicherer. Apropos, es ist schon ein bisschen lustig, wie die Leute völlig random in der Gegend rumstehen. Ich meine, es ist dunkel, rotes Gas nähert sich, alles ist total apokalyptisch und die Menschen hängen einfach so rum. An den beschissensten Orten. Wie kommt das zustande? Nehmen wir mal an, das sind ganz normale Leute. Mit einem geregelten Arbeitstag und einem Privatleben. Sagen die sich irgendwann am späten Abend: Schatz, ich glaube, ich gehe noch mal raus und stelle mich an irgendeinen abgefuckten Ort. Alles klar. Und dann gehen die raus und stellen sich an irgendeinen abgefuckten Ort? Guten Abend. Moin. Tja, so muss es wohl sein. Egal. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Macht dieses Bloodhunt denn Spaß? Ja, das tut es. Mit den flinken Vampiren durch Prag zu flitzen, ist dank ihrer dynamischen Moves und der simplen Steuerung eine Mordsgaudi. Die zuvor beschriebenen Mechaniken wie die Soldaten der Instanz, das Aussaugen von Zivilisten und das Risiko dabei enthüllt zu werden, bringen etwas frischen Wind ins Genre. Da es sich hier um einen Free-to-Play-Titel handelt, müsst ihr euch natürlich darauf einstellen, für Kosmetiks Geld zu zahlen. Und nicht gerade wenig, für seltene Fummel ist schon mal ein 20er fällig. Aber den Battle Pass, der beim Spielen eine Menge Belohnungen abwirft, eine Laufzeit bis Mitte Juli hat und nur knapp 10 Euro kostet, würden wir als fairen Deal bezeichnen. Zwei dickere Baustellen sehen wir aber dennoch. Erstens, dass es nur 3 Spielmodi gibt, ist wie gesagt etwas dürftig. Da sollten schnell noch ein paar Spielvarianten nachgeschoben werden. Und zweitens, mit dem Controller ist das Zielen trotz Zielhilfe ziemlich schäbig. Sicher wird es irgendwelche Cracks geben, die auch mit Controller sichere Treffer landen, doch es ist ganz offensichtlich, dass das Spiel für den PC designt wurde. Wegen der hohen Spielgeschwindigkeit sind Maus- und Tastaturnutzer klar im Vorteil. Was vor allem vor dem Hintergrund der Crossplay-Funktion ein Problem ist, sprich PS5 und PC-Spieler können zusammen in einem Match landen. Wer also auf der PS5 zu oft auf die Fresse kriegt, sollte mal überlegen, die Crossplay-Funktion zu deaktivieren. Abgesehen davon ist Bloodhunt ein kleiner, aber spaßiger Battle-Royale-Shooter geworden. Durchaus ein Blick wert für jeden, der den Genre-Platzhirschen wie Fortnite, Apex oder Warzone ein wenig überdrüssig ist und Vampire cool findet. Moin moin und hallo. Krogi muss diese Woche an anderer Stelle Gutes tun, deswegen übernehme ich die News diesmal. Los geht's direkt mit spannenden Neuigkeiten zu Square Enix und der Embracer Group, die ihr vor allen Dingen durch ihre Tochterunternehmen THQ Nordic und Koch Media kennen könntet. Die Embracer Group hat nämlich einige Studios und Marken von Square Enix gekauft. Dazu zählen unter anderem Crystal Dynamics und Eidos Montreal mit Titeln wie Tomb Raider, Deus Ex oder Legacy of Kain. 300 Millionen US-Dollar werden dafür über den Tisch wandern. Ob der Deal auch gelingt, ist vor allem von der Zustimmung der offiziellen Behörden abhängig.
Sollten die das Ganze absegnen, wird die Übernahme voraussichtlich schon im September diesen Jahres abgeschlossen. Square Enix begründet die Verkäufe in einer aktuellen Pressemitteilung damit, sich so besser den Gegebenheiten des Marktes anpassen zu können. Abgesehen vom eigenen Kerngeschäft plane man nämlich auch in Bereiche wie Blockchain, künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien zu investieren. Die Square Enix External Studios und das Square Enix Collective werden aber auch weiterhin vom Publisher selbst geleitet und vom Deal betroffene Studios können immer noch ihre bekannten Marken nutzen. So, die größeren News haben wir jetzt schon abgefrühstückt und ich denke, ihr wisst, womit es jetzt weitergeht. Dem Ticker. Ausgeknipst. Ubisoft hat in der vergangenen Woche die letzten Server von 91 Spielen abgeschaltet. Damit stehen Multiplayer-Modi, Updates oder Ingame-Belohnungen von Titeln wie Assassin's Creed 2, Far Cry 2 oder Rainbow Six Vegas 2 nicht mehr zur Verfügung. Für den Schotter. Blizzard hat ihr neues Mobile-Game Warcraft Arclight Rumble vorgestellt, das Elemente von MOBAs wie League of Legends mit Tower Defense vermengt. Fans reagierten mit überwiegend negativen Kommentaren. Vor allem auf den Artstyle und das vermeintliche Pay-to-Win-System. Übernahme auf dem Weg. Bei einer außerordentlichen Versammlung stimmten 98% aller Activision Blizzard-Aktionäre der Übernahme durch Microsoft zu. Sollten die offiziellen Kartellbehörden den Deal ebenfalls absegnen, wird das Unternehmen mitsamt bekannter Marken wie Call of Duty, Crash Bandicoot oder Diablo an den Konzerngiganten übergehen. Die Pflicht ruft. Das nächste Call of Duty wurde mit einem kurzen Trailer offiziell gemacht. Zu sehen gibt es aber nur das Modern Warfare 2 Logo und für einen Sekundenbruchteil den Schriftzug der Task Force 141, die man schon aus dem Vorgänger kennt. Heimkehr. Nachdem die Entwicklung des Prince of Persia The Sands of Time Remakes wohl einige Schwierigkeiten durchlaufen hat, übernimmt das ursprüngliche Studio Ubisoft Montreal wieder die Arbeiten. Zuvor waren Ubisoft Pune und Mumbai mit dem Projekt beauftragt worden. So nicht! Sonic-Schöpfer Yuji Naka verklagt seinen ehemaligen Arbeitgeber Square Enix. Laut dessen Aussage sei der Publisher schuld an dem furchtbaren Zustand vom Plattformer Balan Wonderworld. Naka wurde demnach ein halbes Jahr vor der Fertigstellung des Spiels entlassen. Letzte Woche haben wir schon darüber berichtet, wie schwer es war, an einen Key für die Beta von Overwatch 2 zu kommen. Markus hat's aber geschafft und erzählt euch jetzt, was die so zu bieten hatte. Nach langer Funkstille, etlichen Skandalen bei Activision Blizzard und einem Führungswechsel gibt es endlich ein neues Lebenszeichen von Overwatch 2. Ich habe die geschlossene Beta des Heldenshooters knapp 8 Stunden gespielt und gehe mit gemischten Gefühlen raus. Fangen wir aber erstmal mit den positiven Dingen an. Die erste große Änderung von Overwatch 2 ist die Verkleinerung der Teamgröße von 6 auf 5. Mit nur noch einem Tank pro Team laufen die Gefechte jetzt wesentlich dynamischer ab. Elendig lange Stellungskämpfe wie früher sind bei mir deutlich weniger vorgekommen. Richtig gut gefallen haben mir auch die vielen Anpassungen an den Heldinnen und Helden. Während die meisten Figuren nur leicht abgeändert wurden, haben einige auch drastische Reworks bekommen. Bastion ist nun zum Beispiel ein mobiler Panzer, der mit seiner Gatling Gun ordentlich Druck macht und Orisa besitzt mehrere neue Skills mit einer Energielanze. Zusätzlich haben die Klassen neue passive Fähigkeiten erhalten. So regenerieren beispielsweise alle Heiler automatisch ihre eigene Gesundheit. Ach ja, und McCree heißt jetzt Cassidy. Okay. Wie sinnvoll die ganzen Änderungen letztendlich wirklich sind, muss ich erst noch zeigen. Nach meiner recht kurzen Spielzeit hat sich für mich aber das meiste sehr gut angefühlt. Genauso auch die neue Heldin Sojourn. Die spielt sich ähnlich wie Soldier 76 mit dem großen Unterschied, dass sie deutlich mobiler ist. Sie kann nicht nur einen kurzen Dash hinlegen, sondern im Anschluss auch noch das Momentum für einen hohen Sprung nutzen, womit sie sogar über einige Mauern kommt. Damit ist sie ziemlich gefährlich und wird sicherlich häufig zu sehen sein. Neu ist außerdem ein weiterer Modus namens Push. Der funktioniert im Prinzip wie Tauziehen, nur dass ihr einen Roboter begleiten müsst, der eine Blockade in das feindliche Gebiet schiebt. Wem es gelingt, sie näher zur gegnerischen Basis zu bewegen, gewinnt. Der Spielmodus ist auf jeden Fall rund, unterscheidet sich aber auch nicht stark von den bereits vorhandenen. Frische Maps wie zum Beispiel Rom oder Toronto sind auch am Start, an denen ich eigentlich gar nichts auszusetzen habe. Weniger schön waren die teilweise unglaublich langen Wartezeiten. Wenn ich mal eine DPS-Klasse spielen wollte, was offensichtlich alle am liebsten tun, kam es fast jedes Mal zu Wartezeiten von 10 Minuten und mehr. Sicherlich liegt das auch an der begrenzten Anzahl von Spielerinnen und Spielern in der Beta, aber selbst wenn ich in der Vollversion nur halb so lange warten müsste, würde ich super schnell die Lust verlieren. Der Auslöser für meine anfangs angesprochenen gemischten Gefühle ist aber ein anderer. Die 2 im Titel. Während meiner gesamten Spielzeit hatte ich nie das Gefühl, etwas anderes als Overwatch 1 zu spielen. Die vielen kleinen Änderungen sind eher Inhalte für ein größeres Update, die aber keinenfalls ein Vollpreis-Sequel rechtfertigen.
Fairerweise muss hier aber erwähnt werden, dass Besitzerinnen und Besitzer des Vorgängers kostenlos Zugriff auf den PvP-Teil von Overwatch 2 erhalten. Der groß angekündigte kooperative Story-Modus war leider in der Beta nicht spielbar und auch sonst ist dazu noch wenig bekannt. Ob sich der Kauf von Overwatch 2 am Ende lohnt oder ein kostenloses PvP-Update genügt, steht und fällt mit dem Story-Modus. Bis wir das erfahren, könnte es aber durchaus noch bis 2023 dauern. So, das war's auch wieder mit den News. Nächste Woche erwartet euch wieder Krogi. Ich verabschiede mich. Bis dahin, eure Esther. Kommen wir nun zu einem Spiel, das so Meta ist, dass wir eigentlich gar keine normale Moderation machen können. Nee, wir müssten eigentlich eher über die Anmoderation reden, also quasi die Anmoderation anmoderieren. Oder vielleicht moderieren wir gar nicht selbst, sondern du. Der ich? Ja, warum nicht? Genau, du bist jetzt Meta, Matthias, und machst einen Beitrag zu Stanley Parable Ultra Deluxe. Und wir gehen nach Hause. Ist eh alles viel zu kompliziert. Tschüss. Meta. Okay. Dies ist die Geschichte eines Mannes namens Schmenley. Schmenley war in der kleinen Firma, in der er arbeitete, Angestellter Nummer 1337. Der Job vom Angestellten Nummer 1337 war einfach. Er saß an einem Rechner und drückte Knöpfe auf einer Tastatur. Welche Knöpfe er drücken musste, wie lang und in welcher Reihenfolge, sagte ihm sein freundlicher Chef. P! E! Das war es, was Angestellter Nummer 1337 jeden Tag eines jeden Monats und eines jeden Jahres tat. Und auch wenn das für die meisten ein richtiger Scheißjob gewesen wäre, Schmenley war glücklich. Das lag vor allen Dingen daran, dass er sich mitten in einem Game-2-Beitrag zu Stanley Parable Ultra Deluxe befand. Um zu erklären, warum das für ihn ein Grund zur Freude war, muss ich etwas ausholen. The Stanley Parable existierte nämlich eigentlich bereits seit über 10 Jahren. 2011 war es noch eine kostenlose Mod für das Spiel Half-Life 2 und kam da bereits so gut bei allen SpielerInnen an, dass sich der Mod-Erschaffer Davey Reedon mit dem angehenden Spieleentwickler William Pugh zusammentat. Gemeinsam veröffentlichten sie zwei Jahre später eine überarbeitete Version mit besserer Grafik und erweitertem Inhalt als Standalone-Titel. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? Und dieses Spiel war gewissermaßen eine kleine Revolution. Wobei Spiel vielleicht schon ein nicht ganz treffender Begriff ist, denn spielerisch gab es gar nicht so viel her. Im Grunde konnte man in The Stanley Parable nicht viel machen. Die Spielerinnen und Spieler schlüpften lediglich in die Haut vom namensgebenden Stanley. Er ist Angestellter Nummer 427 in einer namenlosen großen Firma und stellt eines Tages fest, dass alle seine Kollegen verschwunden sind. Also macht er sich auf die Suche nach ihnen. Dabei kann er weder springen, schießen, rennen, geschweige denn sprechen. Alles, was er kann, ist durch die Gegend laufen und zuhören, was der Erzähler so sagt. All of his coworkers were gone. What could it mean? Der ist nämlich die ganze Zeit mit von der Partie und beschreibt, was auf dem Bildschirm vor sich geht. Stanley stepped into the broom closet. Darüber hinaus reagiert er aber auch direkt auf alles, was passiert. Und spannend wird das Ganze dann, wenn es nicht so läuft, wie er es eigentlich erwartet hätte. No, 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 this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Denn auch wenn die Story des Spiels eher simpel erscheint, so ist sie doch alles andere als geradlinig. Immer wieder tun sich vor Stanley Abzweigungen, Optionen und vor allen Dingen Entscheidungen auf, die dafür sorgen, dass der Spielverlauf verschiedenste Wendungen nehmen kann. Und wo diese alle hinführen, lässt sich kaum vorhersagen. Manchmal findet sich Stanley in einer geheimen Zentrale für Gedankenkontrolle wieder, manchmal in einem Raum hinter den Kulissen und manchmal sogar in komplett anderen Spielen. Immer begleitet vom Erzähler und seinen wohlformulierten und humorvollen Kommentaren, der damit klarkommen muss, wie sehr sich Stanley daneben benimmt und einfach wieder Dinge tut, die er gar nicht soll. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Mir als Stimme dieses Beitrags geht es da viel besser, denn Schmenley war natürlich der viel bessere Stanley. Er hörte immer auf das, was sein Freund und Kumpel ich sagte. Und so saß er da vor seinem Bildschirm, seit Stunden, ohne etwas zu tun, denn sein Chef war nicht da, der ihm doch sonst so freundlich Anweisungen gab. Also ging Schmenley rüber ins Großraumbüro. Vielleicht hatte er ja eine Memo übersehen. Aber auch hier gab es kein Anzeichen von Schmenleys KollegInnen. Das Büro war verlassen und weit und breit niemand, der mal Hallo sagte. Hallo, ich darf hier heute anfangen. Ich sagte, niemand war da. Ich bin John und ja, das ist mein erster Arbeitstag. Ja. Ganz toll, John. Super, erster Eindruck. Setz dich bitte irgendwo außerhalb des Bildes an einen Tisch. Hier sind Leute, die wirklich arbeiten wollen, okay? Okay.
Das Büro war leer und niemand war da. Also machte Schmenley das einzig Logische und Nachvollziehbare. Er stellte sich in die Besenkammer und hörte seinem besten Freund auf der ganzen weiten Welt zu. Mir, wie ich ihm währenddessen etwas über die Ultra Deluxe Edition von Stanley Parable erzählte, ohne einen Mucks zu machen. Wie ein guter Junge. Denn ich würde heute ja gar nicht über The Stanley Parable reden, wenn es da nicht etwas Neues zu berichten gäbe. Wobei, so viel Neues gibt es da eigentlich gar nicht. Die Stanley Parable Ultra Deluxe Edition macht nun mal genau das, was so eine Erweiterung machen sollte. Sie erweitert das eigentliche Spiel und baut auf dem auf, was vorher schon da war. Obwohl es also eine neue, eigenständige Version der Stanley Parable ist, findet sich erstmal der komplette Inhalt aus der 2013er Version darin wieder. Gotcha! Neben den bisher bekannten Enden sind ein paar neue Storystränge dazugekommen. Wie viele es sind und wie viele weitere Geheimnisse in den Bürogängen und Fluren versteckt liegen, ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich formuliere es mal so. Leuten, die bereits die alte Version gespielt haben, sollte es nicht schwerfallen, über Neuerungen zu stolpern. Spätestens der Erzähler wird schon dafür sorgen. Oh good, you notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Technisch gesehen hat sich auch ein wenig verändert. Das ganze Spiel wurde in eine neue Engine verfrachtet, die dafür sorgt, dass nun auch neugierige Konsolenbesitzer auf Entdeckungstour gehen können. Das hat ganz nebenbei auch den Effekt, dass alles auch grafisch ein bisschen besser aussieht, auch wenn die Entwickler betonen, dass sie dabei dem Original treu geblieben sind. Ah, yes, truly a room worth admiring. Ganz ehrlich, sieht mir das nach keinem allzu attraktiven Angebot aus. Gut, die Konsolenportierung ist nett und kommt mit ein paar neuen Enden daher. Ansonsten gibt es hier aber einfach ein fast 10 Jahre altes Spiel, das lediglich ein bisschen aufpoliert wurde. Da hätte man eigentlich ruhig mal ein paar neue Funktionen einbauen können, wie Springen zum Beispiel. Und deshalb sage ich, dass Stanley Parable Ultra Deluxe echt eher so okay ist, weil Schmenley und sein bester Freund, ich, viel besser sind. Wer braucht schon so ein Videospiel, um sich vor der Realität zu flüchten, wenn die Realität eh viel besser ist? Oder Schmenley? Schmenley, was machst du da? Schmenley, mach nicht so! Schmenley, komm zurück! Schmenley, warum bist du denn jetzt hier? Das ist doch das O-Ton-Set. Wir machen aber doch einen lustigen Einspieler und überhaupt... Du kannst doch gar nicht reden. Schmenley, was soll denn das? Was machst du denn da? Es ist... Ah, okay. Du willst, dass ich deinen Text für dich spreche? Na gut. Also Schmenley sagt, Stanley Parable ist deshalb so bemerkenswert, weil es eben so viel mehr als nur Gameplay ist, das es ausmacht. Ja, für manch einen unaufmerksamen Beobachter ist es auf den ersten Blick vielleicht nur ein Walking Simulator mit lustigen Stories und Witzen. Aber beim genaueren Blick merkt man schnell, hinter der witzigen Fassade steckt ein hochintelligentes und minutiös durchdachtes Spiel. Aber Schmenley ist trotzdem blöd und stinkt. Ja, ist ja schon okay. Ich wollte eben nur einen kleinen Gag machen. Aber dann halt weiter. Stanley Parable liefert mit dem Erzähler, der sich seiner selbst bewusst ist, Kommentare und Denkanstöße zu wichtigen Themen. Immer wieder werden Fragen aufgeworfen und durchdacht, die nicht nur die Videospielwelt beschäftigen. Wie viele Gameplay-Features braucht es, um sich Spiel nennen zu dürfen? Was bedeuten eigentlich Entscheidungen und wie viele von ihnen sind nur Illusionen? Ist Freiheit in Videospielen eigentlich etwas Gutes, wenn sie nur zu langweiligeren Erfahrungen führt? Und wie ist das eigentlich mit dem freien Willen generell? Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. So sorgt das Spiel, mal ganz beiläufig und mal mit schonungsloser, direkter Ansprache dafür, dass man beginnt, Dinge neu zu denken. Und selbst wenn man sich beim Spielen selbst ertappt und vorgeführt fühlt, so passiert das alles immer mit einem absurden und vollkommen selbstironischem Humor. Der macht es unmöglich, in irgendeiner Weise nachtragend zu sein. Hinzu kommt, dass man ja nie weiß, hinter welcher Ecke welche neue, teils existenzielle Frage auf einen wartet. Und das gilt doppelt für die neue Ultra-Deluxe-Version. Die kommt eben nicht nur einfach mit ein paar neuen Enden daher, sondern macht eine revolutionäre Videospielerfahrung einer neuen Generation von Gamern zugänglich. Komplett mit aktuellen Thematiken und Anspielungen. Yes! We did it! Oh wow, that felt amazing. Gut, ich sehe ein, das ist hieb- und stichfest. Stanley Parable und dessen Ultimate Edition sind wegen diesem ganzen Meta-Quatsch schon ziemlich toll. So, da hast du's. Kann ich jetzt den Beitrag auf meine Art fertig machen, oder? Das heißt wohl nein. Gott, langsam geht mir dieser Schmenley ganz schön auf den Pisser. Okay, warum sind wir jetzt plötzlich hier? Schmenley! Schmenley, sprich mit mir! Ja, gut, du kannst nicht sprechen. Dann probier's mit einer Geste. Rauchzeichen? Brieftaube?
Was passiert hier? Stende Berbe. Hä? Ultra Deluxe ist die Neuauflage aller Neuauflagen. Du ersetzt mich? Ultra Moment. Deluxe ist viel mit mehr so einer als nur ein Spiel. Ollen Computerstimme? Nicht nur bietet es hochphilosophische Fragen und Storylines zu wichtigen Fragen der Menschheit, Manley, was, sondern was auch soll das denn Marketing das? Zum Spiel ist einzigartig. Stopp! Newsletter des Entwicklerstudios trotzen nur so vor Albernheiten und Absurditäten. Mit was, jeder Mail persiflieren was sie, für, was modernes Marketing bedeutet. Jedes Verschiebungsankündigungsvideo führt er sich selbst vor. Ich habe auch Gefühle. Jede weitere Information zum Spiel eröffnet eine neue Metaebene und ist nicht nur ein Kommentar Schmelle, ich werd zu sich blind. Selbst, sondern hinterfragt, was modernes Videospieldesign wirklich bedeutet. Stanley Berbe, Ultra Deluxe ist das intelligenteste Kunstprojekt, das je. Toll, Schmenley. Ganz toll. Jetzt ist der Beitrag kaputt. Siehst du das da vor dir? Das ist der Meta-Meter. Und weil der mehrere Meter groß ist, nennen wir ihn intern auch den Meta-Meta-Meter. Der misst, wie Meta etwas ist und wann etwas zu Meta ist. Und das hier ist eindeutig zu Meta für den Meta-Meta-Meter. Verstanden? Ach, ja gut. Was du eigentlich nur wissen musst, dank dir ist der Beitrag kaputt und ich mach den hier jetzt gerade mal fertig, damit nicht noch Schlimmeres passiert, okay? Stanley Parable Ultra Deluxe bietet, wie schon seine Urfassung von 2013, kein spannendes Gameplay oder High-End-Grafik. Dafür besticht das Spiel aber wie kein anderes durch seinen selbstreferenziellen Humor und intelligentes Meta-Storytelling. Gemeinsam mit den SpielerInnen versuchen Stanley und der Erzähler auszuloten, wo die Grenzen des Mediums sind und geben lauter Denkansätze zu Videospielen im Allgemeinen und sogar darüber hinaus. Let's keep going, I want more. Ich und der Rest von Game 2 sind der Meinung, das sollte man mal gespielt haben. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, ob das was für euch ist, empfehlen wir euch auf jeden Fall die kostenlose Demo vom Original. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? So, und jetzt mach mal schön noch eine Abmod. Die Sendung ist jetzt nämlich vorbei. Wieso muss ich das jetzt auch noch machen? Der Beitrag ist doch schon vorbei. Na, weil ich das sage. Und weil Eddie und Simon schon nach Hause gegangen sind. Und was passiert, wenn ich es nicht mache? Das böse Ende. Game 2 wird abgesetzt und du wirst von dem Bus überfahren. Okay, na gut. Dann das war's für diese Woche mit Game 2. Schaut auch nächste Woche wieder rein. Und bis dahin haben wir hier noch ein tolles Video von Tommy Schmidt für euch. Wiederschauen. Reingehauen. Und was passiert jetzt? Das gute Ende. Game 2 wird nicht abgesetzt. Cool.